Ja, hallo zusammen zum Giny House Projekt. Ich baue mir aus diesem alten Bulli hier, also aus dieser alten Bulli-Pritsche, ja, das Sofa kommt da auch noch drauf. Ich baue mir hier draus ein Elektrofahrzeug, ein Elektrobulli mit einer Terrasse hier hinten drauf. Also, naja, sowas wie eine Bar. Das wird dann eine fahrende Bulli-Bar. Das ist das Projekt. Das ist also das nächste Nebenprojekt, nicht Hauptprojekt. Dazu habe ich schon ein paar Sachen vorbereitet. Die hole ich jetzt hier ab und dann flansche ich das Getriebe da unten rein in den Bulli. Und das Teil kann dann elektrisch mit 12 Volt herumgefahren werden. Und zwar hat dann auch 4 Gänge, Leute. 4 Gänge. Ein Elektrobulli mit 4 Gängen. Ist das nicht geil? Es ist einfach unglaublich, was die Natur imstande ist zu leisten. Ich wollte jetzt gerade das Getriebe hier runternehmen und was sieht man da? Ein Vogelnest. Es ist verrückt. Ja, so ölig wie das Ding ist, so brackig und trotzdem nisten da Vögel drin. Das ist so geil. Ich bin immer wieder erstaunt, ey, was die Natur sich einfach so wiederholt. So, ja, das ist also das Getriebe von dem Bulli und das soll da auch wieder rein. Ich werde noch das Öl ablassen, da sollte aber auch eigentlich auch kein Öl mehr drin sein. Wenn da noch welches drin ist, lasse ich das ab. Oh, ich bin so froh, ich habe den Anlasser gefunden. Hier in diesem ganzen Gerümpel, ja, ich schmeiß da sowas nie weg. Ich heb das immer auf, egal was, egal ob es Müll ist oder was auch immer. Hier ist der Anlasser, yeah, Jubel, Freude. Da ist der. Das ist aber auch einer, ey. Boah, ist das wirklich von dem? Der ist ja fast so groß wie das Getriebe. Junge. Jetzt muss ich leider das Vogelnest stören hier. Da wird kein Vogel mehr nisten unterm Anlasser, wenn der die ganze Zeit rödelt. Das ist ja schön. Wunderbar. Brauche ich nur ein paar dicke Schrauben? Ich tue das Vogelnest so unseren anderen Nestern. Da ist schon so ein Bienennest gewesen oder Wespennest. Und da ist es. Die Schwungscheibe mit der Mitnehmerscheibe. Das ist doch, glaube ich, ja, das ist die Druckscheibe. Ne, ist die Mitnehmerscheibe von der Kupplung. Da ist eine Innenverzahnung drin. Ich werde jetzt diese Mitnehmerscheibe auf die Schwungscheibe irgendwie draufschrauben. Eigentlich gehört die ja nicht, da hat die festgeschraubt, weil ich will ja mit einem Anlasser, also mit diesem Anlasser, auf den Zahnkranz hier gehen und dann soll sich diese Mitnehmerscheibe tatsächlich mitdrehen, weil ich kann ja hier nicht anpressen, die Kupplung habe ich ja zerlegt. Warum eigentlich? Ja, natürlich, um die Schwungmasse abzunehmen, aber... Oh nein! Das wäre ja ideal! Jetzt habe ich natürlich die Druckplatte von der Kupplung, habe ich jetzt nicht hier. Ey, wie bescheuert. Natürlich, wir brauchen die Kupplung ja gar nicht betätigen. Könnte man aber. Dann könnte man sogar schalten während der Fahrt. Geil. Braucht man nicht mal, aber man legt den Gang rein und startet dann halt in dem Gang, in dem man ist, weil der Anlasser sowieso, der hat eigentlich genug Bums, man guckt sich dann an, ne? Das ist ein Riesenteil. Der wird dann auch im dritten Gang noch wegfahren. Deswegen brauchen wir nicht kuppeln, aber die Druckplatte hierfür ist gut, um einfach das miteinander zu verspannen, ja? Und ey, naja, aber so ist das halt. Man muss immer ein bisschen nachdrübeln und dann kommt man schon auf die richtigen Ideen. Nice, die Sonne kommt raus, Leute, unglaublich. Ich freue mich so. Jetzt bocke ich diesen Bulli hier auf, dazu jetzt mit dem Elefantenfuß. Und jetzt baue ich hier nur die Kupplung ein. Und nachher können wir die Kupplung auch schön betätigen hier über den Ausrücker. Und alles super. Jetzt gucke ich, dass ich die hier halbwegs zentriert wieder zusammengeschraubt bekomme. Und dann brauche ich hier am Ende auch noch eine Führung, um diese Eingangswelle ins Getriebe hier, damit die ordentlich geführt ist. Weil die ist nämlich nur ganz kurz gelagert hinten wahrscheinlich. Und deswegen hatte ich hier echt zu viel nach oben bauen. Das ist ja eigentlich normal, ne? Aber das müssen wir hier hinten irgendwie auffangen dann. Aber erstmal baue ich jetzt die Kupplung und das Schwungrad hier wieder ein. So, Kupplung ist wieder zusammengebaut. Ich werde sie da einsetzen. So, sitzt zu weit drin. Tja, ich habe sie jetzt halt zu weit reingeschoben.
Hauptsache der Anlasser greift hier schön in die Verzahnung. Jetzt also noch diesen Ballermann von Anlasser hier dran fummeln. So, und jetzt gebe ich dir zum ersten Mal Feuer, um mal zu gucken, was eigentlich passiert. Gar nichts. Ja, beide Brücken miteinander. Das war der Anlasser, der nicht funktioniert hat. Scheiße. Er braucht immer Hammerschläge, damit er geht. Glaube ich. Toll. So, also. Drehen tut er schon mal. Richtig geil. Und jetzt muss er noch ausdrücken. Das tut er auch. Und jetzt noch Brücken. Ja. Wow! Yes! Jawoll! Sieht man das? Raushaut ist natürlich geil, ey. Ha! Hammer! Also auch dieses Nebenprojekt geht nicht so schnell zu Ende, denn hier brauchen wir doch noch eine Adapterplatte. Denn normalerweise ist ja das Schwungrad an der Kurbelwelle angeschraubt und hier ist keine Kurbelwelle da. Das heißt, ich muss mir hier eine Adapterplatte bauen, die hier irgendwie festschrauben und hier in der Mitte auf jeden Fall nochmal eine Lagerung haben. Diese ist jetzt hier drin, die ist genau gut, aber ich brauche jetzt noch etwas, was sozusagen was das Schwungrad mit der, ja, mit dem Gehäuse verbindet über ein Lager, ne, damit das hier nicht so hin und her wabert, wie es das jetzt tut, sondern damit es schön, ja, rund und plan läuft. Also noch eine Kleinigkeit an der Drehmaschine anfertigen demnächst. So, heute bin ich wieder ein bisschen am Basteln und zwar für unseren E-Bulli, für die Bulli-Bar, brauche ich einen Antrieb und dazu brauche ich eine Antriebswelle, die nehme ich von dieser Waschmaschinentrommel hier und dazu brauche ich jetzt noch ein Lagerkreuz mit den beiden Lagern, die da drin sind und das soll unser Kurbelwellenersatz sein am Ende und Motorblockersatz für den E-Bulli. Ich zeige euch, wie ich das mache. Hoho. Ja, dazu bin ich hier wieder in meiner Bastelwerkstatt mit der Drehmaschine. Einer zweiten Drehmaschine, einer besseren Bohrmaschine, also eine alte Fräse und noch eine riesige alte Fräse mit einem Drehtisch hier. Alles, was ich von diesem Lagerkreuz brauche, ist diese Stahlwelle hier. So, und mit diesem Teil kann ich jetzt in die Drehmaschine gehen. So, hier ist der Motorblock mit der Kurbelwelle und muss man hier genau messen oder ungenau messen. Oh Mann, ey, was ist das hier? 42,5 oder was?
Ja, das hier soll also der Antrieb sein für unseren E-Bulli mit der Bulli-Bar. Und ich habe jetzt gerade mal hier den Rundlauf und den Planlauf getestet von dieser Welle. Und der ist richtig, richtig gut. Also der ist absolut ausreichend für die Drehzahlen, die wir daran dann fahren wollen. Das ist ja eigentlich nichts. Genau, jetzt muss ich das hier nur noch anschweißen mit diesem Ring, den ich hier gebaut habe. Der kommt dann noch angeschweißt, dann hier ein paar Löcher drumherum, um hier dann das Schwungrad anzuschrauben. So, jetzt habe ich mich weit genug vorgekämpft, und zwar zu dem Lochbild der Schwungscheibe, an dem früher die Kurbelwelle befestigt war. Und das Lochbild muss ich jetzt noch hier auf meine Adapterkurbelwelle übertragen. Und dann ist der Antrieb für den E-Bulli schon fast fertig. Jetzt kommt hier noch die Schwungscheibe drauf und dann war es das ja schon fast. Und die passt nur in einer bestimmten Position, und zwar in gar keiner. Ganz gut. Was ist denn da los? Alter. Ist das etwas spiegelverkehrt gemacht? Nein, es passt. Eine Schraube passt nicht, keine Ahnung warum. Ich glaube beim Bohren oder was ist der Bohrer verlaufen. Obwohl ich ja vorgekörnt hatte, die will da einfach nicht richtig reingehen. Ist auch nicht wichtig, 5 Schrauben halten es auch. Super cool, hier in der Mitte das Zentrierlager für die Getriebeeingangswelle. Das ist ein Lager, was ihr so sonst im Automobil nicht finden werdet an der Stelle. Jedenfalls nicht bei dem Bulli. Der Bulli hatte hier nur ein kleines Nadellager. Also hier jetzt ein richtiges Kugel-Industrielager. So, und als nächstes verschraube ich jetzt diese Mitnehmerscheibe hier mit der Druckplatte am Ende. Bevor die hier drauf geschraubt wird, muss man dafür garantieren, dass diese Mitnehmerscheibe hier, weil das ist die Verzahnung, die an die Getriebewelle, greift, und die muss zentrisch sein, ja, ich habe ein bisschen improvisiert, wie so oft, dieser Konus hier zum Bohrer einspannen. Ich denke mal, das wird reichen. Es muss auch nur ein paar Zehntel genau sein. Ja, mal sehen, ob es nachher sich fügen lässt. Boah, ganz schön schwerer Trümmer mittlerweile. Erinnert mich irgendwie an den Antrieb von dem Giny Horse. So, einmal zu Demonstrationszwecken. Das ist das Lagerkreuz von einer Waschmaschine. Und hier kommt das Ding dann letztlich rein. Ja, läuft auf jeden Fall rund, würde ich sagen. Ah, die Mitnehmerscheibe, die eiert doch ein bisschen. Naja, das kriegen wir nachher schon hin. Am Bulli müssen wir das dann aber machen. Am Getriebe. So, und auf geht's. Tja, ich komme hier doch nicht so schnell voran, wie ich wollte. Ich merke gerade, dass es doch sehr sinnvoll wäre, hier auf der Rückseite von dem Lagerkreuz ein paar plane Flächen einzufräsen. Und am besten mache ich das auf meiner Fräsmaschine in der Werkstatt. Der Dummy-Motorblock mit der Dummy-Kurbelwelle ist jetzt dran am Getriebe und jetzt wird es endlich mal Zeit für einen Probelauf.
Hört sich nicht gut an. Der Anlasser ist nicht mehr der Geiz. Aber es funktioniert auf jeden Fall. Vielleicht kann man mal den Anlasser ein bisschen warten. Ich meine natürlich den mal überholen. Und wow, der See sieht so geil aus. Ich will ins Wasser springen. Ja, ich werde jetzt mal den Anlasser aufmachen und mal schauen, ob ich die Lager tauschen kann, weil die Welle auf jeden Fall herumzittert. Die ist jetzt nicht mehr ordentlich gelagert. Und deswegen gucke ich mir den Anlasser jetzt mal an. Na, das hier ist auf jeden Fall der Grund. Dieses Spiel hier auf dem Zahnrad ist auf jeden Fall der Grund, warum das Ding so laut ist und so rumrattert. Das werde ich jetzt mal versuchen zu reparieren. Jawohl, 13,5 haben wir jetzt erreicht. Diese Hülse ist also fertig. Die packe ich jetzt hier rein und dann ist das meine Lagerhülse für den Anlasser. So, und das ist mein Anlasserrotor hier und Stator. Jetzt kommt das Teil hier drauf und es klemmt ein wenig, aber es geht drauf. Eben ging es jedenfalls drauf. Jetzt noch ordentlich fetten und dann aufsetzen. Und man sieht kaum Spiel mehr hier oben drin. Und richtig schön leichtgängig, top. So, und jetzt muss ich den Anlasser nur noch zusammenbauen. Kommt wieder alles ineinander fügen und dann wieder ans Getriebe anflanschen. Und dann kann das Getriebe endgültig rein nach dem nächsten Probelauf. Scheiße! Mann, Alter, das kann nicht wahr sein. Oh, zum Glück ist der heile geblieben. Na gut, ey, der ist hier voll aufs Lager gefallen. Oh, Mann! Dieser widerspenstige Ring will da einfach nicht rein. Ha! Yes! Hat geklappt. Der Ring ist drin. So. Läuft, würde ich sagen. Und wenn das Ding nicht genug Power hat, um den Bulli vom Fleck zu bewegen, dann fresse ich einen Besen, Leute. Also das Teil, ich spreche mal von dem Teil. Das ist ein Anlasser von einem Bulli, 1,7 Liter Diesel, uralter Bulli. Und der Anlasser ist entsprechend groß. Heute baut man die bestimmt nicht mehr so groß. Aber allein, weil es ein Dieselmotor war, der da drin war, wird das Ding wohl auf jeden Fall genug Power haben. Ich kann jetzt hier mal den fünften Gang reinlegen. Mal gucken, wie schnell dann die Abtriebswellen sind. Also die Wellen zapfen hier für die Antriebswellen, ja. Die machen jetzt mal richtig Drehzahl im vierten Gang. Habe ich fünfter gesagt? Das Ding hat natürlich nur vier. Yes! Ja, und dann gucken wir mal, wie schnell der Bulli im zweiten oder sogar im dritten Gang ist mit dem Ding. So, jetzt muss das Getriebe nur noch auf eine Palette drauf. So, erstmal die Verkabelung hier. So, jetzt nach hinten hochhebeln, das Getriebe und dann mit 2 13er Schrauben anschrauben. Die Masse muss auf jeden Fall in die Karosserie dran. So, und jetzt noch eben die Antriebswellen in Position bringen. Ja, gut, dass da noch 2 Schrauben da sind. Naja, 2 oder 3 sollten reichen.
sieht doch schon mal ganz gut aus. Als nächstes muss ich hier nur noch einen Stahlrahmen einschweißen. Ich glaube, den schraube ich einfach hier zwischen. Und dann noch so zwei Arme, die hier oben das Lagerkreuz halten. Und ja, dann ist die Sache auch schon fast erledigt. Dann muss noch die Batterie geladen werden, ein paar Kabel gelegt werden und der Schlüssel umgedreht werden. Und dann fährt das Ding los.